Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir unser Kontextmenü im Windows hier personalisieren oder etwas anpassen können. Das ist dieses Menü hier, was aufpoppt, wenn wir einfach mit der rechten Maustaste auf irgendeine beliebige freie Stelle hier auf unserem Desktop klicken. Dafür müssen wir allerdings in den Registry hier, wir rufen uns unser Registry Editor hier auf als Admin. Ja, an der Stelle will ich euch ganz dringend darauf hinweisen, dass wir uns vorher ein Backup erstellen müssen oder ein Restore Point oder zumindest ein Backup von unserem Windows Registry hier, ja, bevor wir hier irgendetwas ändern, denn wenn wir hier etwas falsch machen, ja, können wir das ganze System zerschießen hier ganz schnell. Deswegen ganz dringend Backup machen. Wer sich da unsicher ist, am besten ganz die Finger davon lassen. Genau, nachdem wir uns jetzt unser Backup erstellt haben, ich habe das jetzt schon gemacht, können wir auch direkt loslegen hier. Und zwar haben wir hier Hotkey Classes Root, hier das erste Schlüssel hier, und hier suchen wir einfach nach, also hier drunter nach Desktop Background irgendwo de, hier ist er, Desktop Background, ja, einfach aufklappen hier, und hier haben wir noch einen Unterschlüssel Shell, einfach markieren hier und mit der rechten Maustaste auf Neu und Schlüssel. Wir erzeugen uns jetzt einen neuen Unterschlüssel. Also hier können wir einfach einen beliebigen Namen eingeben, ja. Ich nenne das jetzt einfach mal My New Key. Hauptsache wird wissen später, worum es geht hier. Jetzt sollte hier, genau, hier sieht man schon, ja, My New Key erscheint jetzt hier. Wir gehen jetzt hier auf der rechten Seite, ja, wenn das markiert ist. Und hier haben wir den Standardwert hier. Und den setzen wir jetzt beispielsweise auf ja, Chrome meinetwegen. Zack, Chrome Plus hier, ich mache mal vielleicht so, damit man das besser sehen kann. Zack, okay, und schon haben wir jetzt hier den Namen, ja, was angezeigt werden soll. Jetzt passiert hier nicht viel natürlich. Jetzt markieren wir hier unseren neuen Schlüssel, hier Unterschlüssel, und erstellen uns noch einen Schlüssel hier, den nennen wir einfach Command. Zack. Und hier wieder markieren und auf der rechten Seite wieder hier den Standardwert auf Chrome Exe beispielsweise jetzt, ja, ändern. Und schon sollte jetzt, wenn ich jetzt die rechte Maustaste hier und hier auf Chrome klicke, sollte mein Browser starten, ja, ratzfratz. Genau, ja, so schnell geht das. Wir haben jetzt natürlich hier die Möglichkeit, das wird standardmäßig hier unten erzeugt, der neue Schlüssel hier. Wir können jetzt, wenn wir hier auf dem Schlüssel, was wir zuerst erzeugt haben, hier markieren und dann auf der rechten Seite hier wieder eine neue Zeichenfolge uns hier erstellen, und die nennen wir jetzt einfach Position und ändern den Wert auf Top, damit das oben angezeigt wird jetzt, oder auch nicht Position. Zack, ich habe jetzt hier, wir müssen das richtig schreiben natürlich. Zack, Position. Zack. Genau. Und schon wird das jetzt hier ganz oben angezeigt. Ja. Was wir jetzt noch machen können, wir können noch eine Zeichenfolge hier neu erstellen und ja, ein Icon hier uns erstellen. Ich nehme das jetzt einfach mal aus der Windows Bibliothek hier, also images.dll, Komma, und jetzt wir können, weiß ich nicht, ich nehme das jetzt einfach mal 250 meinetwegen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber wir werden gleich sehen. Genau, dann haben wir hier noch ein Icon hier. Zack, ja. Und ja, das war es auch schon. Wenn wir jetzt, ja, wir können jetzt beliebig weitermachen natürlich. Wir können uns jetzt schnell meinetwegen hier mal auf Shell, neue Schlüssel, ein ja, CMD meinetwegen. Zack,
Standardwert CMD. Tück, 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 wo bist du? Hier, okay. Und hier nochmal ein Command, was passieren soll. Zack, CMD Exe soll gestartet werden. Das wird jetzt unten wieder angezeigt. Wir können das wieder hier unter Chrome verschieben mit Zeichenfolge Position Top. Zack, jetzt sollte das, man muss natürlich schreiben können, zack, und dann meinetwegen noch ein Icon hier vergeben, zack, Images DLL, weiß ich nicht, 101 meinetwegen, ist jetzt natürlich noch ein Beispiel hier, zack, und schon, das gibt es gar nicht irgendwie, Icon, irgendwas ist hier falsch wieder, zack. Und genau, und schon haben wir hier, zack, die Möglichkeit, unsere CMD hier schnell zu starten mit zwei Klicks sozusagen. Ja, und unsere Kontextmenü hier beliebig anpassen halt. Genau, das war es auch schon alles für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat oder irgendwie weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like und ein Abo, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.